Liebe Linzerin, lieber Linzer, ich möchte Ihnen auf diesem Weg von meinem Zuhause ein schönes und frohes Osterfest wünschen. Ein Osterwochenende, das unter Bedingungen stattfindet, die wir noch nie erlebt haben. Und ich muss ehrlich gestehen, als die Maßnahmen der Bundesregierung verordnet worden sind, ich wünschte mir, dass wir uns alle so daran halten, wie wir das tun. Die Linzerinnen und Linzer, Sie alle, sind hervorragend. Sie halten sich daran, die allermeisten sind diszipliniert. Ich möchte mich bei Ihnen persönlich für dieses großartige Musterbeispiel an solidarischem Verhalten persönlich bedanken. Apropos solidarisches Verhalten. Mich beschäftigt in den letzten Tagen sehr stark, dass es immer mehr Menschen gibt in unserer Stadt, denen tatsächlich das Notwendigste zum Leben abhanden kommt, die sich überlegen, wie sie die notwendigsten Lebensmittel für sich und ihre Familien kaufen können. Und da sind wir jetzt gefordert, auch als Stadt Linz diesen Menschen finanziell unter die Arme zu greifen. Wir werden das auch nach Ostern tun. Und, liebe Linzerinnen und Linzer, es geht auch verstärkt um Arbeit. In unserer Stadt sind derzeit über 13.000 Menschen in Kurzarbeit beschäftigungslos. In unserer Stadt sind derzeit Menschen davon bedroht, dass sie ihre Arbeit, die sie jetzt noch haben, verlieren. Und deswegen geht es um eines in Zukunft: die Arbeitsplätze, die wir haben, zu schützen und so rasch als möglich wieder neue Arbeitsplätze zu schaffen. Da sind die großen Unternehmen wie eine Voestalpine ganz wichtig, aber auch die vielen kleinen und mittleren Unternehmen. Und auch da werden wir als Stadt anpacken, mithelfen, dass wir wieder flott werden. Und ein letzter Gedankengang, den ich mit Ihnen teilen möchte. Ich glaube, dass viele von uns derzeit in einer Entschleunigung sind, in einer Art zu leben, die wir noch vor mehr als 5-6 Wochen nicht für möglich gehalten haben. Ich selbst ertappe mich ein wenig dabei, dass es auch ein wenig anders geht, als wir in der Vergangenheit gelebt haben. Schnell sein, erfolgreich sein, immer nur an der Spitze sein zu müssen. Vielleicht ist diese Krise auch ein Weg dafür, dass wir uns ein wenig mehr hinterfragen, ob es außer beruflichen Erfolg, Schnelligkeit, Tempo, Sieg auch etwas anderes in unserem Leben gibt, das dazukommt. Wir werden fleißig bleiben, wir werden schnell arbeiten, wir werden das alles fortsetzen. Aber wir sollten uns auch besinnen, dass das Zusammenleben, dass Menschlichkeit, das für andere da zu sein, vielleicht einen höheren Stellenwert als vor der Corona-Krise haben sollte. Ich persönlich glaube, dass uns das gut täte. Ich wünsche Ihnen, Ihren Lieben, noch ein schönes Osterfest. Alles Gute und bleiben Sie gesund.